Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Moonlighter. Jo, ist schon wieder eine Zeit her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Moment, ich kupsch mal. Ach du Heilige. Ohne Kommentar. Schon sehr lang her. Gut, wir sind leer. Was haben wir? Tränke haben wir da. Jo, passt. Ich glaube, wir gehen in den Dungeon. Ach ja, da muss ich noch eines kurz kupschen. Haben wir Aufträge tatsächlich? Löteisen, Drehpilznotiz, modifizierter Samen. Löteisen. Haben wir da schon was vorbereitet? Löteisen. Cool. Das heißt, Drehpilznotiz müssen wir sammeln. Und, das zweite vergesse ich, Pfosten. Drehpilz, modifizierter Samen. Haben wir da auch nichts mehr? Ich habe einen Frosch im Hals, wie schön. Modifiziertes Samilein. Da, haben wir eh. Haben wir da. Ab damit in die Quest. Halt. In die Auftragsbox. Das heißt, wir müssen nur noch Drehbildsnotizen sammeln. Wie fein. Und dann sind wir mal fertig, ne? Mit Aufträge. Fully hidden. Okay. Das bedeuten tut, dass wir in den Wald tanzen müssen. Haben wir ein Portalchen? Ja. So die Frage. Wir haben eh gespeichert. Da waren wir im Walddungeon, oder? Oder? Ja, passt. Das passt so. So, ihr Drehpilze, wo seid ihr? Genau, wir schlagen mit unseren zwei Händen alles zu Brei. Ui. So. Tack, tack. Yeah, ein Drehpilz. Das heißt, eine Notiz mehr für uns. Das ist schön. Zack. Und zack. So. Durch das Portalchen gehen wir noch nicht. Das machen wir erst später. Zuerst schauen wir, dass wir die Drehbildsnotizen bekommen. Ja. Und dann gucken wir mal. Hui, hui. So. Kein Drehbild, das ist schade. Oh je, ich glaube, ich muss niesen. Ach Gottchen. Ja, nichts niesen. Bitte nicht. Das macht zu viel Lärm. Ach Gottchen. Ja, ja. So, komm her, du jetzt. Du Kerl. Ist jetzt Ruhe? Ja, wird doch Zeit. So, au. Steige ich nochmal rein, ne? Schlau, ich bin. Was? Da ist nichts drin? Achso, ich war mir schon mal warm, ich Depp. Passt schon. Alles gut. Drehpilz. Wie schön. Ein Drehpilz für uns. Mit einer Notiz. So, du Unkrautschmeißer. Was willst du? Ah. Komm her. So, fein. Haben wir die auch schon geöffnet? Nein. Das schau mal einer an. Du kannst zerstört einen Gegenstand bei Rückkehr. Das tun wir mal sicher nicht. Hier dasselbe in Green. Und das bringt es nach Hause. Ich würde sagen, dass man ihm das nach Hause bringt. Da haben wir am meisten von. Tschüssi. Dann ist auch der Fluch aufgehoben. Gegenstand geht kaputt bei zu vielen Treffern. Das ist aber unschön. Hier dasselbe. Ja. Wird schon werden. Wir lassen uns halt nicht treffen. Dann klappt das schon. Ah, ich bin heute ein Scherzkeks. So, zack. Wow, wow. Autsch. Jetzt sind wir schon getroffen worden, ne? So schnell kann es gehen, du Kerl. Und nochmal, zack. Nochmal, zack. Jawohl. Zack. Ich wollte eigentlich den Strauch da kaputt machen. Geht ja. La, la, la. Ist hier was Tolles? Niemals. Gut. Halt, da geht's weiter. Hä? Ah, na, das schaut aus. Wir müssen da. Ach so, okay. Verstehe schon. Das ist ein angrenzender Raum. Na, da geht's nicht weiter, ne? Alter, Herzinfarkt. So.
Zack, zack. So, was haben wir da? Nix. Passt, dann gehen wir wieder. Da, da. Und hier weiter. Au, ich schaue gerade auf die Karte, da ist noch eine Truhe eingezeichnet. Au, Herrschaftszeit, nein. So. Ich flatter Truhe schauen, ne? Boost habe ich jetzt da gefällt wie ein kleines Kind. So. Warum ist da noch eine Kiste? Das heißt, da muss unterhalb noch was geben, oder? Lass uns mal runterfallen. Na. Es ist nur so, weil die Kiste da ist. Was schon. Na, sonst wäre ein Freizeichen. Genau, so war das. Er schwört zu lange hier. So. Da, 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 da. Na? Man merkt halt wirklich den Nachteil des Zweihänders. Er ist halt langsam. Aua. Aber dafür, zack, zack, macht er halt richtig viel Schaden. So, was haben wir da? Nix. Passt. Ist aber auch zufrieden. Halt. Ich wollte den Strauch kaputt haben. Hier haben wir den Raum. Jawohl. Servus. Das wird jetzt mit den Notizen ein bisschen blöd, habe ich das Gefühl. Ja, ist wurscht, da müssen wir durch. So, mal was trinken nebenbei. Aua! Scheißkerl. So, wow. Autschi, autsch, autsch. Da ist Feuer, das ist unschön. La, li, la. Au! Du Kerl! Ein jetzt mal. Nochmal was trinken. Die Tränke sind auch schon schwach, ne? Da brauchen wir auch schon bald was Stärkeres. So. Gut. Dann können wir jetzt die Ebene wechseln, weil wir brauchen noch mehr von diesen Drehbildsdingens, glaube ich. Sechse hatten wir gelagert, das heißt zwei sind zu wenig. Haben wir noch Platz? Ja, das geht auch. Das ist wunderprächtig. Ups. Ups. So, wenn wir bei dem Teich vorbeikommen, der da ja sein, der das sein tut, müssen wir mal eine Runde planschen. Heureka! Heureka! So, und weiter geht's. Streng gesehen, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten mit dem Drehbild. Achso, das haben wir schon beim Endboss, ne? Oder wie? Dann hätten wir noch einen Tag Zeit. Ah na, geht ja noch die nächste Ebene, passt schon. Alles halb so schlimm, da, erst da, da. So. Du bist nur noch Unkraut. Reif für den Kompost. Hui! Ich wollte das noch haben. Zum Tränkebrauen ein bisschen, ne? Wusch, wusch, wusch. So, nächster Raum. Autsch! Was ist mit du? Echt? Du Unkraut. So. Ist das so Unkraut? So. Ups. Au. Ach. Haben wir das jetzt aufgesammelt, das Blattl, oder ist das jetzt hinworden? K. Ja. Zack. Was haben wir da? Zerstört den Flucheffekt. Können wir theoretisch probieren. Heu. Heu, Stroh. Heu, Stroh. Heu, Stroh. Die Gegenstände sind schon tatsächlich kaputt geworden, ne? Die den Fluch hatten, zu viel Treffer kassieren und bla bla. Ja, passt, super. Das haben wir, das habe ich ganz fein hinbekommen. Zack, zack.
Zack. Sehr gut. Upsala. Da haben wir nichts. Ich muss da aufpassen, dass ich nicht irgendwie jetzt unabsichtlich in den Bossraum reinkomme. Dann haben wir es gerichtet. Ich will noch gern so einen Pilz haben. Au. Trink ich mal was. Herbert trinkt das. Die Werbung ist auch unglaublich, oder? Falls die von euch wer kennt. Ist irgendwie lustig. La la la. Den kann man zu herrlichen Zwecks entfremden. So, was haben wir da? Nichts Gescheites. Kein Spitzelein. So ein Dreck. Na, du Unkraut. Jetzt habe ich glaube ich keinen Trank mehr. Ne? Jetzt habe ich den letzten weggesoffen. Passt. So gehört sich das. Somit kann ich den Bossraum glaube ich schon vergessen. Räuspere, räuspere. Auch, obwohl, da ist ein Schwammert. Haben wir doch ein Glück. Haben wir ein Glück da. So. Na du. Aua. Alter. Zack, zack. So, haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Ich würde gerne was nach Hause schicken dürfen, ehrlich. Ich würde sagen, den haben wir weg. Da haben wir eh 5. Dann können wir das da noch mitnehmen. Heideka! Was haben wir hier drin? Also wie viel Zerstörung es hier gibt, ist ja irgendwie schlimm. Muss man schon sagen. Was können wir entbehren? Die Dinger möchte ich halt wirklich gern behalten, zum Tränkebrauen. Ach du Heilige. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Schwammerl an. Ich würde sagen, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Was ist noch entbehrlich? Wie viel ist das wert? 300? Zu viel wert. 100. 100. Der ist entbehrlich. Da muss man halt anders anordnen, glaube ich. Der ist nichts wert. Den können wir auch wegtun. Passt. Der ist was wert. Den tun wir nicht weg. Der ist auch was wert. Der ist, ja, zum, wie gesagt, zum Tränke machen. Ist ja alles was wert. Wie scheißlich. Scheißlich ungut, ehrlich. Ja, dieses Pulver darf man auf keinen Fall verschwenden. Das gibt richtig Geld. Wie viel bist du wert? Ja. Den würde ich auch nicht wegschmeißen wollen. Zerstört den Gegenstand. Ah. Wenn wir die Hühneraugen zudrücken. Puh. So. Also. Plattel dorthin. Na, alles bitte nehmen. So, das kommt dahin. Dann müsste es normalerweise funktionieren. Ich hoffe, dass der zuerst ist. Passt. Und der, dass da nichts passieren tut. Gut. Wir hatten jetzt für den Zettelauftrag noch einen Tag Zeit. Das heißt, wir könnten aus dem Dungeon gehen, weil wir sind sehr angeschlagen. Ich habe Angst, dass ich verrecken tue, dann haben wir gar nichts. Und wir werden dann im nächsten Abend nochmal hergehen und versuchen, die letzte Notiz zu kriegen. Dann müsste ich das super ausgehen. Okidoki, dann würde ich sagen, wir hauen ab. Dram, dam, da, 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 da. Da fällt mir gerade auf, wie cool ist das. Die Weihnachten sind da. Oh, wie geil. Schnee. Moment, letztes Mal hatten wir hier noch Herbst, oder? Wie cool es ändert, ist mir gar nicht aufgefallen. Die Jahreszeiten ändern sich mit.
Ma, ist das schön. Mei, mit Schlitten. Oh, ist das cool. Na, ich feiere das gerade ab. Mei, ist das schön. Quasi haben wir das Spiel im Sommer begonnen oder im Herbst. Das ist mir auch nicht aufgefallen, da am Kessel sitzt eine Katze mit einem Trank im Schlepptau. Einfach nur cool. So, Gnädigste. Kann ich überhaupt Tränke machen? Ich habe keinen Platz. Ich Schlaufuchs. Ich sollte mal zuerst nach Hause gehen. Das ganze Graffel wegschmeißen und also reinschmeißen, ne? Und dann weiter. Ma, ist das cool. Voll Weihnachten, ey. Voll Winter. Oh, so cool. Ich mag das Spiel. Es ist echt wirklich, 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 wirklich cool. So, also rein mit unserer Beute. Das lassen wir mal. Da muss man da oben klubschen. Da müsste was kommen sein. Jawohl. So wie mit der Post. So. Zack. Und zack. Das hier ist ja eine andere Notiz, ne? Ja. Dann passt das schon. Drehbild werden wir wohl schaffen bis morgen. Da fällt mir ein, das nehmen wir gleich mal mit. Das brauchen wir eh. Haben wir hier noch was drin? Tatsächlich. Oh, wir haben Schätze. Giftkurzschwert. Stimmt, das wollte ich für mich behalten. Für den Fall. Dass ich... Ich wollte das... Also es geht jetzt ums Decken, ich Trottel. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, das habe ich gewusst, wollte ich sagen. Ja, Zocki, du bist spitze. Danke. Vielen Dank für euer Vertrauen. So, ich möchte auch gern was reinschmeißen in den... Billigheimer Blabla. Wie ist eigentlich die Beliebtheit von dem Ding? Neutral. Von dem? Neutral. Neutral. Hoch. Aha. Da wäre es besser, diese Dinge vielleicht noch aufzubewahren. Und eher das zu verkaufen. Aha. Da hätten wir hoch. Da können wir gleich zwei mitnehmen. Einfach da wäre auch hoch. Das wäre auch hoch. Da kann man nämlich super schauen, was ich jetzt da gleich... Hoppala. Das wollte ich jetzt nachkontrollieren. Was sich jetzt super verkaufen lässt. Neutral, das brauchen wir nicht. Um einfach für uns den maximalen Gewinn zu bekommen. Ne? Magisches Holz. Hätten wir da noch mehr? Tatsächlich. Das heißt, wir dürfen da was mitnehmen. Hier war neutral. Genau. Hier beim Blattl ist auch nichts Gescheites. Ein bisschen Holz möchte ich gerne aufbehalten für uns. Da wäre was Tolles. Wir könnten auch mal wieder in den Golem Dungeon gehen. Uraltes Holz. Haben wir da mehr? Muss ich auch gleich... Ah, verdrücke ich mich schon wieder. Entschuldigung. Aber passt eh. Dünger können wir brauchen. Das ist gut. Uraltes Holz. Ich verdrücke mich schon wieder. Das ist neutral. Das wäre hoch. Alte Knolle einmal 5. Sonst haben wir keine alte Knolle, gell? Ich darf nicht zu viel verschwenden. Wenn dann nämlich wieder einer kommt, ich hätte gern einen Dünger, dann heißt es wieder, na, der droppt nicht. War keine Chance. Kannst suchen, wie du möchtest, droppt nicht. Und dann haben wir wieder den Schirm auf. 3 alte Knollen, 5 alte Knollen. Das wollte ich noch nachschauen. Na, neutral, das kannst du kalten. Was haben wir da? Oh, das wäre gut. Die Golem-Dingens. Wir können ja echt mal wieder in die alten Dungeons aufmarschieren. Das wäre ja kein Problem. Den haben wir noch gar nicht verkauft. Golem-Geschichte 2. Okay. Das wäre auch hoch. Oh, da haben wir nur 3. Ja, so, ich wollte sparen. Deshalb wahrscheinlich.
war auch hoch. Was soll der Geiz, oder? Das ist auch hoch. Der Pilz wäre auch hoch, wenn man den immer hergeht. Weil ich bin die Böse. Ich gebe den immer her. Das wäre auch hoch. Waldschleim. Wüstenschleim. Nehmen wir es mal mit. Boah, ich darf nicht. Ich soll Tränke draus machen. Wäre besser. Den können wir auch her tun. Hergeben. So. Hertun. Ich bin auch sehr hertun. Das bedarf guter Überlegung. Ich brauche da meine Zeit. Da könnt ihr mich stressen, wie ihr möchtet. Das geht nicht schneller. Bin nicht mehr die Jüngste. So, wie gesagt, irgendwas wollte ich noch für die Ramschkiste quasi haben. Aber ich glaube, den Gefallen tut mir keiner. Ich werde noch die, werde ich noch mitnehmen. Wie schaut es bei dir aus? Das wäre auch hoch. Oh. Passt. Dann tun wir mal hier schön vollstopfen. Wie schauen wir eigentlich mit hoch? Das passt. Das passt auch. 6000 war es mir nicht. Es war 5, war es mir nicht. Was haben wir hier drüben Schönes? Neutral. Das müsste man fast tauschen. 24, okay. 2000, okay, das greift irgendwie keiner an, ne? werden wir das mal hinplatzieren. Und. Ah, hier habe ich zu wenig, ne? Kalt Lava, passt das so? Ja, dann machen wir mal so. 111. Ja. 2000, da können wir mehr. Okay, da werden wir mal mit 3 probieren. 2,7, das wäre eine neutrale Geschichte, das tauschen wir mal lieber aus. Gegen, ich würde sagen, sowas. 20 das Stück, nehmen wir es mal mit 21. Hier haben wir auch neutral, das schmeißen wir auch mal raus. Würde ich sagen, das Holz. Ich weiß, das ist nicht so viel. Hoppala, das ist nicht so viel wert, wollte ich sagen, aber egal. Da werden wir es auch mit 111 probieren, gleich wie der Stein da, also das Ding. So, wie haben wir es hier? Okay, das wäre hoch im Rennen. Das ist nichts wert, weil dann würde ich sagen, das Obst können wir probieren. Die Gießereireste, ich weiß, das ist nicht so viel wert, aber probieren wir mal. So, 1100. 2000, gut. 160. 1700. Habe ich das schon mit Absicht zu weit runtergesetzt? Wahrscheinlich, weil die Leute schon zickig sind. Zickig. Mit C. Für die Sale-Kiste habe ich da irgendwas mit? Streng sein könnte man das in die Sale-Kiste schmeißen. Meine ist eh wurscht, die Bücher weg damit, oder? Zum Verkauf dann halt. Ja, wird schon passen. Gut, wir machen mal auf. Da kommt doch schon der Typ mit seiner Bestellung. Bitte schön. Haben wir es sogar geschafft mit dem Löteisen. Da sagst du gar nichts mehr, gell? Servus. Und wer kommt als nächstes? Ja, ein normaler Kunde. Sehr gut. Mehr Kunden, noch mehr Kunden. Kommt's nur, kauft's ein. Kauft's ein mit den Nadischen. Der hat sich gleich mal die Sale-Kiste hergemacht. Oh, zu teuer. Jawohl, werden wir gleich ändern. 2400 ist zu viel. Machen wir es mal mit 2000. Vielleicht passt das ja besser. So, ein Dieb haben wir noch nicht, glaube ich. Ah, da kommt schon die erste mit dem Büchlein. Es freut mich, dass Ihnen unser Produkt gefällt. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir da. Da habe ich noch gar keinen Preis. Okay, ich probiere es mal mit, puh, ich habe keine Ahnung, 2000 vielleicht? Neutral ist das auch noch, na Gott sei Dank.
So, danke schön. Einen Auftrag. Bitte, was können wir für Sie tun? Stoff-Rankling-Notiz. In 3 Tagen? Wir probieren es einmal. So, vielen Dank für den Einkauf. Da können wir gleich nachlegen. Zack. Ram, bam, bam. Diesmal werden wir nicht so viel Geld wahrscheinlich machen, weil wir viele Sachen haben, die nicht so vom Grund her viel wert sind. Ein Dieb, hast gesehen? Du Gauner, du Schuft, ich sehe dich. Ich mache mich schon bereit. Ich übe schon mal die Rolle. Komm her. Du Schuft. Schau, wie er nicht kommt. Alter. Ah, jetzt hat er was. Zack. Hammer dich. Vielen Dank für den Einkauf. Vielen Dank für den Einkauf. Und danke daher. So, dann füllen wir wieder auf, ne? Ich würde sagen, Buch zu Buch. Zwar 5. Okay, ja, probieren wir mal. Dann haben wir da. Ich würde sagen, den können wir hin tun. Der war jetzt nicht beliebt, gell? Na, neutral. Der war aber beliebt. Der aber auch nicht, ne? Nein. Du auch nicht, genau. Aber du. Jawohl. So, immerhin 1000, das geht ja. 1000 zwar. Ich möchte den dritten Preis noch gerne wissen. Ja. Lass einmal so. Ui, da hat jemand was gefunden. Das freut mich. Boah, das wäre glücklich. Okay, das war spottbillig. Ja. Wie gesagt, man muss einmal testen, die Preise, ne? Ja. Danke, die Dame. Ui, da oben ist jemand böse. Das Ding kostet definitiv zu viel. So, Dankeschön. Dankeschön. Ah, wir müssen ja auch mal... Oh, noch jemand. Dankeschön. Wir müssen ja auch mal das alte Zeug loswerden. Das meinte ich jetzt, wollte ich gerade sagen. Also hier sind 2000 eindeutig zu viel. Da ist jemand böse. Ich wollte es mal mit einem Tausender. Auch, würde ich sagen, hier. Den Dünger. 1000. Ich würde mit 2000. Ich habe keine Ahnung. So, der Tisch hier ist leer. Das gehört sich überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen nacherfüllen. 100. Ja, probieren wir es mal mit ebenfalls 111. Hier haben wir 60. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit 64. Der passt. 700, weiß man nicht. Ich würde sagen, gehen wir mal auf 1000. So, tun wir nicht zu billig hergeben. Wow, wow, den erwische ich gar nicht mehr. Den erwische ich. Oder doch, doch, nein, nein. Scheiße. Das war nicht gut. Oje, oje. 2000 ist im Rahmen. Das geht, glaube ich, ja, gut. Schande, den habe ich nicht mehr erwischt. Schande, Schande, Schande. Da haben wir Verlust. Käse. So. Dankeschön. So. Können wir hier noch irgendwas reinschmeißen? Ist ja wurscht. Probieren wir es nochmal mit den Sachen hier. 2,7 ist zu teuer. Probieren wir es mal mit... Puh, keine Ahnung. So vielleicht. Dann probieren wir den auch noch loszuwerden. Ist der auch mit 2,7 zu teuer? Na, das, da war jemand glücklich. Jawohl. Yes. Die Firma dankt. Dankeschön daher. Ich habe gerade gesehen, da kommt ein Dieb rein. Das geht überhaupt nicht. So. Ich muss mal da ein Auge auf den Kerl werfen. Ich glaube, das war das Zeichen für den Dieb, der Blondhaarige, oder? Oder hat es mich getäuscht? Gut, mich hat es getäuscht. Auch wurscht. Okay, da ist jemand immer noch böse. 1000 ist immer noch zu viel. Probieren wir es mal mit 500. Ich habe keine Ahnung.
Ah, wir sind fertig für heute. Das ist auch gut. Leider ist uns leider ein Dieb, ein Dieb hat uns erwischt. Das war nicht so super. Also, wir haben verkauft die Waldgeschichte und noch vieles mehr. Und einen Auftrag konnten wir erfüllen. Leider ist einmal das Holz gestohlen worden, aber trotzdem 327.537 haben wir verdient. Das ist nicht so wenig. Ich hätte weniger geschätzt gehabt. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Und im nächsten Part gehen wir wieder in den Wald tanschen. In der Hoffnung, dass wir nochmal diese Pilzgeschichte da kriegen. Ja, diese Pilznotiz. Die 10. die uns fehlt. Und welcher Auftrag war das jetzt noch? Was wollte der jetzt noch haben, der Kerl? Stoff-Frankl-Notiz. Okay, das müssen wir dann. Das heißt, in den nächsten Dungeons müssen wir Wald, Fels, also Fels-Dungeon, ich bin auch schon Fels, Wüsten-Dungeon, so jetzt habe ich's. Und dort diese Stoff-Ranking-Notizen bekommen. Na gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!